leveln oder was willst du machen? Ich will sich, dass mein Leben auffüllt. Meine HP sollen sich auffüllen. Ich glaube, du musst da mit Essen voll sein. Ich kann auch mit was ganz anderem voll sein. Aber Schnitzel ist auch okay. Schön Schnitzel. Was waren das für komische Geräusche? Ich mag die Geräusche nicht. Ja, es ist Nacht. Es wird Nacht. So. Ich will hier nur meine, ich möchte nur meine Ziele schaffen. Mehr möchte ich nicht. Ich möchte nicht bauen. Ich möchte hier diese Ziele schaffen, weil ich denke, je schneller man mit diesen Kernzielen fertig wird, umso schneller kommt man in die nächste Welt. Und natürlich möchte ich hier nicht so lange rumdümpeln. Ja, dein Magen muss voll sein, also deine Energieanzeige, dann fühlst du dich nach und nach wieder auf. Toll. Meine Axt ist kaputt gegangen. Mann. Haha. Oh. Na, bauen wir eine neue. Ja, okay, da ist bei mir auch Fehler. Ich hab's geschafft, ja. Hat er das nicht gesendet? Warte mal, ich probier's mal ganz kurz schnell selber. Das Werkzeug kann man nicht reparieren, oder? So, und da hat er's gemacht. Tada. Ach, blöd, Mann. Ich komm hier gar nicht mehr weit runter. Warte mal, das ist hier. Ich finde die Monster nicht. So, da mache ich halt andere Ziele. Also zwischen den Blättern rumtanzen ist ja ekelhaft. Also wirklich, ohne Witz. Bau dir Lagerblöcke, dann hefte ich das an. Dann sehe ich das jedenfalls, was ich hier zu machen habe. Ich hefte jetzt ein paar Ziele an und arbeite die einfach ab. Okay, mit Lagerblöcken geht das, ja? Ich brauche Steine. Wo ist denn noch mit Steinen? Ey, warte mal. Platziere eine Leuchtfeuersteuerung innerhalb eines Leuchtfeuers. Okay, machen wir das auch mal, weil das sieht einfach aus. Nika hat gesagt, er hat ja irgendwo ein Loch gemacht, ne? Drehe Maschinen oder Requisiten mit einem Meißel. Man kann die auch drehen? Wie geht denn das? Das muss mir jetzt mal einer erklären. Klingt gut. Wie drehe ich die mit Meißel? Das ist die Frage der Fragen. Einsammeln. Ja, PSN hat wohl zurzeit echte Problematiken, was das... was irgendwie die ganze Online-Geschichte angeht. Also ich hatte vorhin auch ganz große Probleme, in eine Party zu kommen. Quietschi? Ja. Wenn ich meine Fackel nicht anhab, bist du schwarz wie die Nacht. Dann mach an die das. Das ist doch... Wie drehe ich denn jetzt? Jetzt muss ich erstmal gucken. Gerader Steinmeißel. Das geht mir auf den Geist gerade, ja. So. Du bist Stufe 10 geworden schon. Respekt. Ja. So, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Steine. Welche Stufe bin ich überhaupt? Ich bin Stufe... Also wenn ich dem jetzt Glauben schenken darf, bin ich kurz vor 11. Ich brauche mehr Steine. Kann ich mal kurz ein Dach abbauen gehen, liege Dela? Ich zerr dir das Dach abbauen, Kollege. Ach, Mist. Jetzt bin ich in ein Loch reingefallen. Das ist halt ganz toll von dir. Wie komme ich nicht aus dem Loch wieder raus? Indem du hoch gehst. Muss ich mich hochstecken oder was? Boah, hier hast du mit Probe zu tun, ey. Junge, hör mir auf. Dann steck ich mich immer raus, indem ich das kann. Ja, dann steck dich mal raus. Viel Spaß wünsche ich dir dabei. Hast du mir zugebaut oder was? Hast du jetzt gedacht, du kriegst mich hier gefangen? Oh, das ist Sand. Lalala. Boah, der ist da oben drüber und baut hier ohne Ende Steine oben drauf und so weiter, damit ich nicht rauskomme aus dem Loch. Also ich weiß nicht, wovon du redest. Das wirklich, ey, ist der nicht. Ist irgendwie nicht erfüllt. So. Ich weiß nicht, wovon der Quietschi redet. Ja. So, ich brauche erstmal auf jeden Fall Steine ohne Ende. Wenn es immer so ein Sackgang wäre, die Werkzeuge zu wechseln, war, das ist immer so ein bisschen nervig hier. So. Jetzt das Lustige, jetzt wird Quietschi erstmal nicht rauskommen, weil ich dir jetzt erstmal fett die Berechtigung mitgenommen habe, bei mir rumzubasteln. Na gut. Warte mal, das stimmt tatsächlich sogar. Warte mal, hier ist Ruhe. Also, die Julinka sagt gerade, dass es kein Wunder ist, dass ich vorhin gestorben bin, weil ich so gemein zu den anderen bin. Quietschi, du hast definitiv hier Sympathiepunkte. Ich bin ja auch einfach, ich will einfach nur was Schönes bauen, während du ja daran interessiert bist, uns das Leben schwer zu machen. So. Es ist gut, dass das mal jemand... Euch, dir. Also Markim finde ich ja total sympathisch.
Also Quitschi, ich habe jetzt dein Leuchtfeuer um eine Woche verlängert. Danke sehr. Und warum verlängerst du mein Leuchtfeuer nicht? Weil ich da nicht darf. Und weil du gemein bist. Ich bin nicht gemein. Ich bin nicht gemein. Ich bin nicht gemein. Ich bin nie gemein. Also, der Legitimator versteht den Zusammenhang natürlich nicht zwischen gemein sein und dann gemobbt werden. Also, wie komme ich denn hier nicht hoch? Mann, ich hab doch gesagt, ich hab dir die Berechtigung weggenommen. Zack. Nee, das mag schon sein, dass das weggenommen ist. Hausratsversicherung 2. Hä? Dankeschön. So, pass mal auf, Kitsche, also hier. Ich kann mir das nicht angucken, wie du da unten ja so. Pass auf, ich bin schon wegen da draußen. Auch ohne deine Berechtigung, weil ich nicht in der Zitadelle bin. Ja, Zitadelle! Fahrzelle. Jetzt komm auch hier. Wollte ich sagen. Da ist er. Komm, ich mach dir Licht, mein Freund. Ich hab ein Loch so gebaut, dass man hier mal wieder rauskommt. Vernünftig. Na, Kollege. Blauer Mann. Aber ich hab natürlich mit dem Hammer auf Blätter einschlagen müssen, weil ich keine Axt mehr hab. Ist auch so, toll, ne? Hat man auch mal ein bisschen Spaß gehabt jetzt. Pass auf, jetzt gehen wir hier wieder rein. Das bauen wir hier nochmal. Schön. Ich kann immer noch keine Axt bauen. Hä? Ich habe doch Steine abgebaut. Wieso? Also ich muss sagen, diese Lagertruhen, das sieht richtig nice aus, wenn du da was drin hast. Apropos Lagertruhen, danke, dass du mich erinnerst. Wo kann man die bauen? Werkbank. Du brauchst aber Kleber dazu. So, wo zauber ich jetzt Kleber her? Wo hast du die Kleber hergehabt? Kleber machst du aus Knochen und Pflanzensaft. Okay. Wo mach ich das hier auf der... Die ganze Zeit bei dem Kunden hier unten abgebaut, weil ich diesmal Steine gekriegt habe dabei. Kriegskotzen, ey. Junge. Machst du bei dem Schmelzding jetzt Gedöns da? Ah, beim Guck Schmelzen. Mal, der Adit hat sich sein Grundstück am Wasser gesichert. Das ist ja auch schön. Coole Sache. Ich wusste nicht, wo ich bauen kann und wo ihr weiterbauen müsst. Dann dachte ich mal ein bisschen mehr. Achso, du pass auf, Atitazi, das funktioniert folgendermaßen. Pass mal auf. Du musst, Atitazi, drück mal auf den Cursor-Tasten nach oben. Wenn du auf den Cursor-Tasten nach oben drückst, da siehst du einzelne Parzellen, stimmt's? Und da sehe ich, dass deine hier schwarz ist, ne? Du musst darauf achten, dass du nachher mit einem Parzellierer dir Grundstücke dazu kaufst. Und zwar auch nach oben, weil sonst baust du nämlich ein Dach aufs Haus. Und dann kann der Legitimator dir genau erklären, was passiert, wenn du da oben kein Grundstück gekauft hast. Dann hast du das nächste Dach. Woche wieder weg. Genau. Das heißt, du musst, also du siehst bei mir zum Beispiel, wenn du jetzt da guckst, bei mir siehst du zum Beispiel, dass das Dach mit drinne ist in meinem gelben Bereich. Bei mir ist es gerade gelb, weil die können das schwarz aussehen. Leute, wie kann ich denn meine Leuchtfeuer, ein Hauptleuchtfeuer draus machen? Also das verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Was? Also meine Aufgabe bedeutet, aus einem Leuchtfeuer... Bürger können innerhalb dieses Leuchtfeuers nicht interaktiv. Was der hier für Meldungen macht, das interessiert mich doch nicht. Mach die Meldung aus. So. Leuchtfeuer, Brennstoffniveau. Und wie kann ich so Parzell-Dinger? Ja, das ist eine neue Facecam. A, ist qualitativ besser und B, habe ich dazu noch so eine wunderschöne Beleuchtung, die das Ganze unterstützend. Also Adi, weiterhilft. So, Leute, jetzt... Ich hab's. Das ist nachher eine Quest. Das kriegst du nachher als Quest. Ich hab's. Und hier nicht. Ein Parzellierer brauchst du da. Und den baust du... Ich weiß nicht genau, wo man den baut. So. Das ist mein Heimatleuchtfeuer. So, und Freunde können auch... Brauchen wir den in der Werkbank, Markim, den Parzellierer? Ja. In der Werkbank gibt's den zu bauen. So, Hammer ist auch kaputt. Ich bin begeistert. Ich habe nicht einen Stein. Markim, hast du vielleicht ein paar Steine rumliegen irgendwo? Was für Steine? Irgendwas. Ich muss Axt und Hammer bauen können draus. So. Und wo kriegst du jetzt den Kleber her? Du musst in dieser Schmelze. Ach, in der Schmelze. Erstmal mein ganzes nächstes Spiel. Heute nicht. So. Heute nicht. Schmelze. Das ist Kupfer und da kloppe ich jetzt rein Pflanzensaft und Knochen. Habe ich Knochen? Ja, ich habe Knochen, tada. So, streamt hier sonst noch wer außer Likedela? Der Darfu streamt noch, aber der ist auch oben verlinkt im Moment, aber macht er das nicht? Warte mal. Ich muss das drücken. Ansehen. So, jetzt können wir das Ding hier wieder zerdümpeln hier, weil wir haben ja gerade unser
unser schönes. Windas. Und. Ich will. So. Kurzen Schlaganfall gehabt. Mein Internet will. Danke. Wie geht das jetzt? Hast du das Angebot gemacht? Abwarten. Ja. Okay. Hab ich. Gili, gute Nacht. Ich wünsche dir schöne Träume und so weiter. Wirst schon schlaf gut, ne? Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich mal leider abgebrochen. Genau. Und das Spiel und vergesst nicht bei mir ein Abo dazulassen. Genau. Hashtag Schleichwerbung. Hashtag total geschlichen. Und das Spiel hat 40 Euro gekostet, ne? Glaube ich, war das so? Ja, 39,99. Genau. Drehe Maschinen oder Requisiten mit dem Meißel. Wie geht das? Wie drehe ich denn die Dinger? So, wir gehen erstmal. Ey Leute, ich kann sogar aus Blättern Stufen machen. Das gibt's ja gar nicht. Wie drehe ich den Scheiß jetzt? Wie drehe ich den? Wie kann man so Steine? Wie man Steine? Wie drehe ich denn den Quatsch? Drehen. Wie drehe ich mit Meißel? Ich habe noch gar keinen Meißel. Ich glaube, ja, aber das stimmt ja nicht. Ich habe bestimmt das Werkzeug gehabt eigentlich. Man soll hier irgendwie drehen können. Drehe Maschinen oder Requisiten mit Meißel. So, wie drehe ich denn den kleinen Radatsch jetzt? Die Katze ist schon wieder bei mir. Hallo, hör doch mal auf hier. Das ist nicht dein Werkzeug. Geh doch zur Seite. Geh da schlafen. Da hinten. Jetzt hat er gedacht, weil ich ihn mal gestreichelt habe, darf er jetzt hier Blödsinn machen. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding drehe, aber ja. Jetzt schläft er auf meiner Laptop-Tasche. Ich mache tagsüber Livestream, wie das, was im Haus hier abgeht. Das wäre mal geil. Tagsüber das Haus filmen, wenn gut, die Katze einfach beobachten. So. Großfleisch, das rohe Fleisch muss ich sicherlich braten. Ja, weil sonst bekommst du einen negativen Effekt. Das ist ein Kenner. Ja, ich hab's schon ausprobiert. So, Lagerregal, ne? Steinhammer. Zap, zap. Einmal und gleich mal fertig drehen. So, jetzt muss man eine Minute warten, bis der ganze Spaß hier gebastelt ist. Braucht das eigentlich immer länger hier, das Zeug zu fertigen? Die Steine brauchen so ewig. Naja. So, jetzt können wir erstmal die Hand machen. Der Kupferbarren braucht bei mir ewig. Ich komme hier nicht runter, das ist scheiße so. So. Also gefällt mir das nicht. Ich muss jetzt hier die Steuerung durchchecken gehen, wie ich denn den ganzen Spaß hier drehe. Gegenstand in der rechten Hand benutzen, Werkzeug einstecken, Baumodus umschalten, Ansicht umschalten, alles klar. So, ich baue jetzt, wisst ihr, den Zeug hier wieder weg. Das gefällt mir nicht, was ihr gebaut habt. Okay, wo bekomme ich denn ein antikes Technikrelikt her? Das findest du ganz tief irgendwo im Niemandsland, wo du ganz viel graben musst. Okay. Also ich habe es gefunden. Rechter Greifer ausfahren, linker Greifer ausfahren. Was für ein Ding? Minuten hier. Ich guck gerade, was hier Greifer. Nee, heute spielen wir kein Terraria mehr. Oder Minecraft auch nicht. Apropos Terraria, könnten wir auch mal wieder machen. Könnten wir wieder mal machen. So, ne? Leute, ich brauche Hilfe. Wie drehe ich mit dem Meißel? Ich brauche Hilfe. Ich brauche mir eine Hand. Dann werden wir das schon rausfinden. Ich schaff das nicht. Sag mal, wie war denn das gleich? Wir könnten doch auch. Mal. Du nimmst einfach einen Meißel in die Hand und haust auf das Ding drauf. Dann dreht er den aber nicht. So, ja. Doch. Nein. Tut er. Hat er bei mir doch eben gerade auch gemacht. Da geht bei mir das Ding kaputt, aber der dreht den nicht. Da geh halt. Komm mal mit, komm mal rein. Komm mal rein. Guck mal auf deinen Fertigungstisch. Ah, alles klar. Mensch, Mieke Dehler. Was da los? Ich hab's doch rausgefunden. Ihr habt das gesehen hier, tipptopp. Ey, du musst einfach nur auf die Maschine draufhauen, ohne Probleme. Ist ja ganz einfach. Wisst ihr, was ihr habt, Leute? So, ich stell euch nicht immer so blöd an. Lass es mal hier, Metamorphosen, Steine, das war nicht. Mensch, Steine. Was hatte ich denn hier für Steine eigentlich verbaut? Ich bin jetzt Level 11, Ladies. Waren das die hier? Ja, ignoriert halt. Der ignoriert mich. Warte, ich rutsche ja immer runter hier, das geht ja gar nicht. Was, das hätte ich mir mal sagen müssen. Ja, guten Morgen, ich bin Level 11. Was ist denn das hier vorne? Ich hab das natürlich. Ey, guck dir mal meine Haare an. Ich sehe die ganze Zeit aus wie Sau und keiner sagt was. Keiner sagt was.
So ist das. Das sind die Hater. Haters gonna hate. Die freuen sich daran. Ich merke schon. Ich komme nicht klar hier. Ich Ausdauer. Nicht klar. Intelligenter Stapel Bauholz. Erhöht den kinetischen Widerstand. Verbessert Impulsrüstung. Ich will Schaden austeilen. Schaden brauche ich. Apropos, so. Da könnte ich auch mal gucken. Jetzt nehme ich mein Werkzeug raus. Jetzt brauche ich aber wirklich. Jetzt geht's los. So. So, so, so. Das geht dann los. Achso, jetzt gehe ich hier nochmal. Was macht denn? Ich hab die Touristische Schlager. Was macht denn der so. Hier? Was ist denn das noch? Kann ich die. Ja, okay, das ist die Kacke. Das habe ich jetzt ein bisschen doof gemacht. Das muss ich nochmal. Da muss ich nochmal ein bisschen dran arbeiten. An meine. So, so. Also. Ein Lager, zwei Lager. Tipptopp. Jetzt klappe ich hier hinten. So. In der Ecke das. Ey, guck mal. Weg. Kann ich ja echt Sachen lagern? Das ist ja verrückt. Hoho. So. Ja, und es sieht richtig schick aus. Ja, das sieht wirklich, das macht was her. So, jetzt geht's los. Richtig steil. So. Dann nehmen wir das weg. Wir machen ja alles mit Regalen voll, so. Zack, die Blätter geben wir auch, auch was. Die sind ekelhaft, also wirklich, wow.